Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in meiner Küche. Heute machen wir gemeinsam eine Gnocchi-Pfanne, wenn ihr Lust habt, mit ein paar frischen Zutaten ist das Ganze sehr schnell fertig. Ideal, wenn man Hunger und wenig Zeit hat. Das ist ja meistens der Fall. Ja, ich hole mir jetzt die Zutaten und dann starten wir gleich. Und zwar brauchen wir Gnocchis. Das sind jetzt so welche mit Tomatengeschmack. Dann hatte ich noch eine Zucchini im Kühlschrank, die wird auch gleich verarbeitet. Ein paar Tomaten, eine rote Zwiebel. Das ist ein cremiger Frischkäse, Sahne zum Kochen, Olivenöl. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. So, das Gemüse habe ich geschnitten, das kommt jetzt in die Auflaufform rein. Dann kommt die Gnocchis natürlich dazu, dann die Sahne zum Kochen, etwas Wasser, dann noch ein wenig Tomatenmark reingeben, dann noch einen großen Löffel von dem cremigen Frischkäse. Dann wird das Ganze noch nach Geschmack gewürzt. Ich habe jetzt Salz, Pfeffer, bisschen Vegetal, Chili, Knoblauchpulver und was ist da noch drinnen? Basilikum, genau. Jetzt wird das Ganze schön verrührt. Und dann noch geriebener Käse. Und jetzt wandert das Ganze in den Backofen für circa 20 bis 30 Minuten. Frisch auf den Tisch, kann man da nur sagen. Das war jetzt eine gute halbe Stunde bei 200 Grad im Backofen. Ich habe noch frischen Salat dazu gemacht. Ich habe meine Gnocchi Auflauf fleischlos gemacht, aber ihr könnt auch natürlich Schinken, Speck oder Fleischstücke reingeben. Passt auch sehr gut dazu, ist reine Geschmackssache. Ich hoffe, ihr macht das mal nach. Es ist so lecker und geht total schnell. Dankeschön fürs Zusehen, für eure Likes und eure Unterstützung. Ich freue mich, wenn ihr mir ein gratis Abo dalässt und wenn wir uns bald wiedersehen.